Guten Morgen zusammen. Von mir auch ein herzlich willkommen zur Foskis 2019. Mein Name ist Johannes Terwin, ich komme vom Regionalverband Ruhr. Und das Thema heißt OSM und öffentliche Verwaltung. Wie geht das? Manchmal habe ich mich auch gefragt, geht das überhaupt? Als ich hier vorhin reinkam, hat der Frank Jäger mich angesprochen und hat gesagt: Hör mal, ich habe dir vor 8 Jahren erklärt oder dem RVR erklärt, wie OSM geht, und jetzt willst du uns das erklären. Nein, mitnichten. Wahrscheinlich ist es so, dass OSM sich besser selbst erklären kann. Die Mapper, die Community, alles drum und dran kann sich wahrscheinlich besser selbst erklären. Mein Vortrag geht eigentlich eher darum, dass sich öffentliche Verwaltung aufgemacht hat, sich OSM anzunähern, OSM-Daten zu nutzen, aber eventuell auch Schritte weiterzugehen, die da lauten: Wir werden Teil von OSM und wir mappen selber. Das gucken wir uns im weiteren Vortrag mal an. Na? Tö, tö, tö. Da. Oh. Das ist gut. Oh Mann. Steuerung, Position 1, zack, wo bin ich? Da. Ne, will er nicht. Kann man so machen. Ja, will drauf, will runter. Okay. Ich bin einfach keine Notebook-Tastatur gewohnt. Ja, Desktop-Anwender. Okay. Ist kein Vortrag über Daten, Software und Prozesse, sondern eigentlich genau das, was ich eben schon angesprochen habe. Und deshalb mache ich auch mal ein bisschen schneller. Ich habe gesagt, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da gibt es zwei Fußballvereine, die sich herzlich rivalisieren. Und wenn der Derby ist, dann ist bei uns Hochstimmung. Deshalb habe ich einen Untertitel gewählt: Erster FC Alkis gegen Borussia OSM. Erster FC Alkis als Synonym für, sagen wir mal, öffentliche Geoverwaltung. Und auch noch was: Ich bin qua Arbeitgeber Erster FC Alkis. Also für mich ist das heute ein Auswärtsspiel, wenn Sie so wollen. Okay, wir spielen zwei Halbzeiten. Die erste Halbzeit heißt OSM-Daten nutzen, im Sinne von in der öffentlichen Verwaltung OSM-Daten anwenden. Die zweite Halbzeit heißt OSM-Daten pflegen. Das ist das interessantere Thema. Vorher müssen Sie aber mit mir nochmal durch die Historie, damit wir das im Gesamtkontext verstehen können. Also, der Regionalverband macht seit 1972 Stadtkarten. Wie die aussehen, sehen Sie rechts. Und was Sie sich eigentlich merken müssen, die sind ziemlich oldstyle. Nur das merken. So. Die Stadtkarte machen wir nicht alleine, sondern wir machen sie mit 68 Städten, Gemeinden und Kreisen zusammen. Heißt, wir sind nicht ein kleiner Raum, also im Vergleich zu OSM sind wir natürlich klein, ne? Nicht ganze Welt, sondern schon eine Insel, aber wir decken einen relativ großen Raum ab. Das ist der Ballungsraum Rhein-Ruhr, wenn man so will. Und weil wir das zusammen machen mit Städten und Gemeinden, haben wir über 40 Jahre Erfahrung gesammelt in Kooperation. Die beiden Sachen sollten Sie sich merken, die brauchen wir später nochmal. Die 68 Mitglieder ist ein Wespenschwarm, weil wir sind gleichberechtigte Partner untereinander. Es sind auch einige hier, die mit dabei sind. Das heißt, wir haben einen Vertrag geschlossen, wir haben Rechte, Pflichten, so wie man das in der Verwaltung macht. Wir haben eine Mitgliederversammlung, wir haben Arbeitsgruppen und wir fällen gemeinsame Entscheidungen, wenn wir das hinkriegen. Fast wie in Brüssel. Kann schwierig sein. Das heißt, wir haben den ganzen Gremienkram und wir haben die Notwendigkeit zum Konsens. Und das, obwohl wir ziemlich heterogen sind. Wenn wir wieder auf die rechte Seite gucken, wir haben große Städte, also Dortmund, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln oder so etwas. Ich hoffe, ich habe keine große vergessen. Wir haben aber auch kleine Gemeinden, also sowas wie Haminkeln oder Bergkamen, die nicht mal Stadt sind, sondern Gemeinde. Wir haben groß und klein, wir haben dazwischen die als Mittelbehörden die Kreise. Und im Grunde genommen sind diese Mitglieder
verteilt auf engagiert und aktiv und passiv. Und das muss nicht unbedingt übereinander stimmen mit groß und engagiert oder aktiv und klein und passiv. Das geht querbeet. Ja. Und wir haben Gemeinden, die sehr stark Produkte selbstständig machen und auch eigene Interessen haben. Die Städte und die Kreise sind Katasterbehörden, die Gemeinden sind erstmal keine Katasterbehörden. Und in all dem gibt's, ich habe einfach mal Sachbearbeiter und Amtsleiter aufgeschrieben, es heißt in diesen Einigungsprozessen, die wir haben, nicht unbedingt, dass innerhalb einer Stadt der Amtsleiter die gleiche Meinung hat wie der Sachbearbeiter. Also wir haben auch noch Einigungsprozesse innerhalb der Städte hinzukriegen. Oder auch eine Stadt spricht nicht unbedingt mit einer Stimme. Zusammen sind wir der erste FC Alkis, so nur zu merken. Eventuell könnte man sagen, der RVR ist der Trainer. Ja, wir sitzen immer auf dem Schleudersitz. Okay, damit wir das weiterspinnen können, Vorstellung Borussia OSM. Wie der Frank eben gesagt hat, das Rechte brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Das wissen Sie wahrscheinlich zum großen Teil alle selber. Nur so als Keywords, ne? Crowdsourcing, Community-betriebenes Projekt und kontrolliert sich auf diesem Wege. Mir ist wichtig, sehr dynamisch im Vergleich zur öffentlichen Verwaltung. Aber ich habe eben von der öffentlichen Verwaltung gesagt, die ist sehr oder unsere Entscheidungsprozesse, das ist alles sehr aufwendig und sehr heterogen. Wenn ich manchmal bei so talk.de reingucke oder so, dann denke ich, OSM ist auch ziemlich heterogen und hat ähnlich aufwendige Prozesse, um sich abzustimmen. So, erste Halbzeit. OSM-Daten nutzen. Ist eigentlich kein richtiges Fußballspiel, das ist eigentlich eher wie auf dem Trainingsplatz, weil es geht eigentlich nur um ein Spiel ohne Gegner, wenn man das so sagen darf, und zwar in der Hälfte des ersten FC Alkis. Stadtkarte Alt haben Sie vorhin gesehen. Wir haben uns was Neues überlegt. Und zwar, wir bauen eine neue Stadtkarte aus einer Kombination von OpenStreetMap-Daten, Alkis- und AdKis-Daten und eigenen Quellen. Unten können Sie angucken, wie wir die thematischen Ebenen, woraus wir sie ziehen. Bedeutet also, wir nehmen das Straßen- und Verkehrsnetz aus OpenStreetMap, wir nehmen die Gebäude und die Flächennutzung aus Alkis. Und die beiden anderen Dinge sind eher so Rand- oder Nebenbereich. Es geht eigentlich um diese beiden großen Datentöpfe, die wir anzapfen an dieser Stelle. Das habe ich alles nur geklaut. Ne? Also im Grunde genommen ist die Idee nicht ganz neu. Die meisten von Ihnen kennen aus Rostock die offene Regionalkarte Mecklenburg-Vorpommern und Sie kennen die Bielefeld-Karte aus Bielefeld. Das sind eigentlich Projekte, die vorab laufen. Und die hat damals die Firma Omniscale entwickelt, das technische Verfahren dazu. Und wir machen das mit dem gleichen Dienstleister. Das klappt gut. So. Als wir gesagt haben, wir nehmen im ersten FC Alkis, ne, wir nehmen OSM, kam eine Reaktion, die hieß, OSM geht gar nicht. Wir nehmen stattdessen AdKis. Also heißt OSM, Verkehrsnetz austauschen gegen AdKis. Das Ganze war erstmal eine sehr heftige, sehr emotionale Reaktion und wir mussten ja damit umgehen und auch klären, wie versachlicht man die Debatte oder woran liegt das eigentlich? Und dann habe ich einfach mal die Mannschaftsaufstellung vom ersten FC Alkis angeguckt. Ne? Die in der Abwehr, da wird mit Vorurteilen agiert, so nach dem Motto, die sind doch Amateure, die sind nicht geschult, deren Daten sind nicht vollständig. Und was für ein krudes Datenmodell. So viele Fehler. Kupfern unsere Daten ab, war ein ganz schwieriges Argument. Und keine Organisation. Und wen wollen wir da ansprechen? Die Abwehr sagt, OSM-Daten können nicht gut sein, wollen wir nicht, nehmen wir nicht. Gucken wir uns den Angriff an. Mannschaftsaufstellung vorne. Ganz vorne im Sturm, Vermessungs- und Katastergesetz. Der trifft immer, in jedem Spiel. So, auf den Flügeln, amtlich und verlässlich. Ne? Das
kennen. Ich glaube, wir sind ganz viele aus öffentlichen Verwaltungen dabei. Okay. Im Mittelfeld haben wir den Alkis-OK. Links und rechts davon Daten, Modelle und Regeln. Und als hängender Sechser Atkis-OK. So, und dann noch, ne? Wir sind vollständig, wir haben tolles Datenmodell, geschulte Mitarbeiter, unsere Daten sind gut. Das war das, womit wir zu Beginn umgehen mussten. Die Diskussion war wild und durcheinander, in Teilen emotional, habe ich schon gesagt. Wir haben also versucht, diese Diskussion zu versachlichen. Also sowas wie, nicht OSM, Borussia OSM ist doof, sondern lass mal gucken, was die für Qualitäten haben und so etwas. Der Effekt war, wir haben mal, weil wir die Verkehrsnetze austauschen wollten, mal einen Vergleich gemacht von ATKIS und OSM-Daten. Nach strengen Kriterien, sowas wie Verfügbarkeit und Aktualität, aber auch Klassifizierung und Vollständigkeit, was ist drin, ne, wie homogen sind die Daten, Lagetreue. Heute kann ich sagen, dass es zwischen OSM und, also OSM-Straßennetz und Alkis-Flächennutzung an ganz vielen Stellen mächtig klemmt. So als Beispiel, ne? Lagetreue, Informationsdichte, Attribuierung. Und natürlich, weil vom Kataster kann ich eigentlich erwarten, dass es im Kreis Unna genauso gut ist wie in Dortmund. Aber bei OSM muss das nicht zwangsläufig so sein, also haben wir auch nochmal getrennt nach, gucken wir uns das in städtischen, urbanen Räumen an und gucken wir uns das in ländlichen Räumen an. Wir haben uns noch andere Dinge angeguckt, zum Beispiel Nutzungsrechte, Kompatibilität von Lizenzen. Bedeutet, wenn wir Daten aus verschiedenen Datentöpfen mischen wollen, die nicht unsere eigenen sind, und wir wollen sie aber weitergeben oder nutzen, dann mischen wir Lizenzen und wir müssen wissen, was dürfen wir das überhaupt, dürfen wir die veröffentlichen, unter welchen Kriterien, was müssen wir dran schreiben und alle diese Dinge. Bei Alkis haben wir Datenlizenz Deutschland 2 mit Namensnennung noch und bei OpenStreetMap haben wir ODBL und dann alle diese Unterregeln, die sich ergeben, so mit dem Share-Alike und dem Produced Work und so weiter, das führe ich nicht aus, das kann der Falk Scheile viel besser machen. Das waren nur zwei Aspekte, die wir beleuchtet haben. Im Grunde genommen haben wir einen sehr aufwendigen Abstimmungsprozess gemacht, der immer so hin und her schwankte zwischen emotionalem Input und versachlichen und dann versuchen, da was draus zu machen. Argumente abgewogen, ich mache das mal ein bisschen schneller. Und dann haben wir einen Beschluss gehabt, der ist jetzt schon 2 Jahre alt. Also der RVR und seine kommunalen Partner nutzen als neue Datenquellen für die neue Stadtkarte OSM-Daten, Alkis- und Atkis-Daten und eigene Quellen. Und nur als Anmerkung dazu, wie sensibel dieser Beschluss ist, wenn ich den gleichen oder den ähnlichen Vortrag oder diese Folie vor mehrheitlich Städten halte, dann drehe ich Alkis-Daten und OSM-Daten um. Weil jeder glaubt, er hat den größten Anteil an dieser Sammeldatenbank. Ne? Also jeder bringt den besseren Input. Mein Gott, ich bin im Auswärtsspiel. Okay, zweite Halbzeit. OSM-Daten pflegen. Eine Aussage in unserem Projekt war, unsere Stadtkarte soll möglichst aktuell sein. Das ist so richtig wie trivial. War auch eine Anforderung aus dem Projekt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, woher kriegen wir die Daten? Na, also auf die Katasterämter haben wir eventuell selbst ein bisschen Einfluss, ne, dass die Daten einarbeiten. Bei OSM ist es so, wenn wir wollen, dass unsere Stadtkarte auf der rechten Seite aktuell ist, dann können wir das auf der linken Seite reintun. Dann werden wir Mapper. Also wir wollen nicht nur OSM-Daten nutzen, sondern uns auch aktiv an der Datenpflege beteiligen. Okay, Motiv. Motiv ist das, was ich eben beschrieben habe. Wir wollen rechtsaktuell sein, also hauen wir links was rein.
und habe auch gedacht, das ist doch gut, wir haben jetzt nicht mehr einen Datentopf, sondern wir haben einen gemeinsamen Datentopf. Das ist eine Win-Win-Situation für OSM und für die Städte. Weit gefehlt. Die emotionale Debatte, die wir geführt haben, als es darum ging, OSM-Daten nur zu nutzen, ging wieder von vorne los. Und deshalb einfach mal so ein bisschen die Erläuterung drumherum, was bedeutet das eigentlich selber mappen? Also das bedeutet erstmal, dass die Verwaltung OSM lernen muss. Das ist das, was der Frank Jäger vor 8 Jahren im Grunde genommen begonnen hat mit seinem ersten Vortrag. Also im Grunde genommen, wie funktioniert das, wie kann ich mappen, welche Regeln muss ich beachten? Das haben wir dann diskutiert. Viel schwieriger war aber der Part, der da lautet, der in den Contributor Terms, in den Organized Editing Guidelines drin steckt, nämlich Teil von OSM zu werden. Also gewissermaßen als kommunale Mapper sich auch zu erkennen zu geben und zu outen. Hat es ja gerade auch im letzten Jahr eine große Diskussion gegeben und eine Überarbeitung dieser Editing Guidelines. Also Kernpunkt ist Teil der OSM-Community werden. Ich habe das mal hier so kurz die Headlines rausgeschrieben aus den Guidelines, nämlich Zugehörigkeit offenlegen, kommunizieren und erreichbar sein. Die Guidelines beachten, Map-Features beachten, also nicht irgendwas taggen, was einem da in den Kopf kommt. Und im Grunde genommen auch so etwas wie Qualitätskontrolle und dem vorgeschaltet eine Schulung der Mitarbeiter. Und vollwertiger Teil der Community sein. Das war schwierig. So. Ich habe das mal genannt, Zwang zur Zusammenarbeit. Und ich mache auch noch mal einen Einschub, um zu erläutern, warum das eventuell schwierig ist. Wenn ich als Mitarbeiter einer öffentlichen Verwaltung im Intranet Informationen habe über vom Grünflächenamt, vom Planungsamt, vom Umweltamt, die im weitesten Sinne auch interessant sind oder relevant sind für die Pflege und Aktualisierung von OSM-Daten, dann darf ich die nicht so einfach nehmen, nur weil ich bin gewissermaßen ein Diener zweier Herren, wenn ich Verwaltungsmapper bin. Ich habe einmal die Verwaltungskappe auf, ne, komme an Informationen ran und setze die ab und bin dann der Mapper und gebe die ein. Das darf ich nicht. Das darf ich nicht. Das ist eine, neben dem, dass ich das nach OSM hin offen und transparent machen muss, muss ich es eben auch innerhalb der Verwaltung offen und transparent machen. Ich muss in der Verwaltung einen Prozess anstoßen, der da lautet, die und die Daten, werden die frei, haben wir die Rechte daran als Verwaltung, welches Amt und im Grunde genommen einen Verwaltungsbeschluss herbeiführen, der da sagt, ja, darfst du auf dem Datensatz ja und auf dem anderen nicht, als Beispiel. Das hat dazu geführt, dass einige Kommunen gesagt haben, das geht gar nicht. Das ging bis zu ausgedrohten Austritten beim ersten FC Alkis. Ist eine schwierige Situation. Ich habe das hier mal Spexit genannt, in Anlehnung an dem, was gestern Abend in London gelaufen ist. Können wir uns nicht leisten. Jeder weiß, dass ein Geodatenbestand zwar eine Außenumring, eine Boundary hat, aber innen drin mit Löchern im Käse kann man nicht leben. Ja, das Projekt lebt davon, dass alle mitmachen und dass es vollständig ist. Die habe ich, das sind nicht die richtigen, ne? Also, bevor hier spekuliert wird. Das sind nicht die richtigen. Lassen wir das mal. So, und wie im ersten Teil haben wir gedacht, das lässt sich nur auflösen, indem wir die Diskussion versachlichen und eben führen mit den Mitgliedern. Gucken wir uns das mal an, was wir gemacht haben. Wir sind als RVR erstmal hingegangen und haben für OSM beim ersten FC Alkis geworben. Bedeutet, wir haben Informationsveranstaltungen organisiert, die auch rege besucht waren, und wir haben OSM erklärt. Ja,
Was, das habe ich ja eben schon mal gesagt, was der Frank Jäger mal vor 8 Jahren begonnen hat. Was ist OSM? Wie funktioniert es? Welche Qualitäten hat es? Immer auch mit dem Hinweis auf, welche Vorteile haben wir denn davon? Ja, das mit dem, wir haben aktuelle Daten. Und in der Verwaltung zieht auch immer das Argument weniger Arbeit. Ne? Im Sinne von, ja, bis zum heutigen Tage pflegen wir die, also unsere eigenen alten Daten ganz selbstständig. Das heißt, ich muss jede Straße, jeden Weg recherchieren und dann interpretieren, klassifizieren, editieren, bis das im Webdienst kommt. Ich kann doch davon ausgehen, wenn ich das in OSM mache, da war schon Mapper schneller, oder? Mehrheitlich oder sowas. Also die Vorteile weniger Arbeit. Das alles in Informationsveranstaltungen. Die sind auch rege angenommen worden. Was haben wir im nächsten Schritt gemacht? Ebenfalls sozusagen noch im inneren Kreis des ersten FC Alkes. Wir haben Schulungen gemacht für die Kommunen. Das war eine eintägige Schulung, so mit Hands-on auf dem Rechner und haben eben erklärt, ne, das Datenmodell, Tagging-Schema, Relationen, Topologie. Bei Relationen sind einige ausgestiegen. Map-Features, ne, und haben das war so ein Teil noch frontal und dann haben wir aber auch regelrecht gemappt, also JOSM geschult oder wir sind eingestiegen mit dem ID und wir haben auch für die Kommunen, die vielleicht eben bei den schwarzen Puzzleteilen waren, das noch offen gelassen, vielleicht könnt ihr ja Informationen bereitstellen oder ein Webdienst, reicht ja auch schon, ne? Geht ja schon. So, das waren die OSM-Schulungen. Ach, hier nochmal sowas zusammengezogen. Ne? Das sind 96 Kollegen jetzt in den 60 Städten, die das mitgemacht haben und die jetzt mehr oder weniger begierig sind zu mappen. Und wir planen eine Aufbauschulung, da geht es dann in Relationen rein, ne? Weil wenn ich an Straßen arbeite, muss ich immer daran denken, dass da vielleicht noch was dahinter steckt oder darunter ist. Also Aufbauschulung ist in Vorbereitung. So, jetzt habe ich bisher die ganze Zeit nur von ersten FC Alkes gesprochen. Gucken wir uns doch mal Mannschaftsaufstellung Borussia OSM an. Nicht nur der erste FC Alkes pflegt Vorurteile, die gibt es teilweise eben auch bei OSM. Das hat der Frank vor 8 Jahren erlebt, ne? Ist fast rausgeworfen worden oder so. Also Kommunen handeln nicht immer offen und transparent, war eine Aussage, mit der wir konfrontiert waren. Und die Organized Editing Guidelines, die wurden so manchmal so hochgehalten wie so eine Barriere. Ne? Wir wollen euch als öffentliche Verwaltung nicht. Ne? Dahinter steckt berechtigterweise die Sorge, dass organisierte Mapper die Dateninhalte verbiegen können, editieren können in ihre Richtung und missbrauchen. Die Sorge ist berechtigt. So, das war die Abwehr. Gucken wir uns mal den Sturm an. Der war richtig böse, ne? Behörde lahm, Alkes-Daten alt, Alkes fehlen wichtige Informationen und auch manchmal so ein bisschen so eine Überheblichkeit bei den Mappern. Ne? So, wir sind doch viel besser als ihr oder unsere Daten sind besser. Nur so vom Kontext her. Bedeutet, wir haben jetzt auch den Gegenschritt gemacht. Ja, ich beeile mich. Ja, werben bei Borussia OSM für die Beteiligung der Kommunen. Bedeutet, wir sind dem nachgekommen, was die Organized Editing Guidelines verlangen, nämlich Transparenz, Teilhabe an der Community. Wir haben ein Wiki aufgebaut, da steht eben drin, wer wir sind, was wir mappen wollen und wir beteiligen uns eben auch an dem einen oder anderen Mapper-Treffen und in Köln geht das eben auch so weit, dass die Kölner Verwaltung sozusagen die lokale OSM-Gruppe reaktiviert hat und es da wieder regelmäßige Gruppentreffen gibt. Wir haben das alles kommuniziert mal in einer Veranstaltung, öffentliche Verwaltung trifft OpenStreetMap und wir haben uns vorgestellt, das war der erste Teil, wir haben diskutiert und wir haben auch gemeinsam Ideen gesammelt, also welche Informationen sind für OSM vielleicht wichtig oder gut, welche Dienste, welche Daten können wir bereitstellen, unter welchen Bedingungen. Insgesamt war das ein positives Echo. Ich muss mich beeilen. Der letzte Gedanke an dieser Stelle.
Ich persönlich glaube, dass OSM vielleicht auch ein kleines Problem hat auf der Langstrecke, in der Kontinuität oder auch im ländlichen Raum. Also dort, wo es keine Mapper gibt oder haben die Daten Lücken oder sind alt oder werden nicht gepflegt. Und das ist etwas, wo ich bei OSM bei OSM werbe. Das ist eigentlich genau die Lücke, die Kommunen füllen können. Wir sind es genau gelohnt, wie Sisyphus immer den Stein hochzurollen und Daten einzugeben im Sinne. Und weil wir einen sehr starken Fokus auf Homogenität und Vollständigkeit haben, können wir zum Beispiel genau in diese Lücken reingehen und eben OSM-Daten an den Stellen aktualisieren. Das mit dem Loch im Rasen ist nur symbolisch. Okay. Jetzt kommen wir ganz schnell zur Zusammenfassung. Die Ausgangssituation war wie eine Mauer, war Missverständnis, Vorurteile. Ich habe sie hier nochmal zusammengefasst, also mit einer Erkenntnis, wir leben in unterschiedlichen, offensichtlich nicht kompatiblen Geodatenwelten. Wir haben völlig unterschiedliche Organisationsformen und wir wussten wenig voneinander. Und wir pflegen teilweise unsere wechselseitige Abneigung. So, deshalb denke ich, der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, wir sind noch relativ am Anfang, der lautet sowas wie kennenlernen, verstehen, Vorurteile abbauen, fachlich austauschen, voneinander lernen. Jetzt machen wir hier einen wilden Parcours. So, jetzt wird es pathetisch, Entschuldigung. Das Ziel heißt im Grunde genommen, respektvoll miteinander umzugehen, Akzeptanz, Toleranz und am Ende kann so etwas stehen wie Zusammenarbeit und im Sinne von OSM-Daten gemeinsam pflegen und nutzen. Auf den Weg haben wir uns gemacht und das wäre sozusagen die Botschaft von mir für heute, nämlich wir passen gut zusammen. Also wir sind eigentlich nicht Schalke und Dortmund, sondern erster FC Alkis und Borussia OSM passen gut zusammen und wir könnten an ihrem Platz ein Freundschaftsspiel machen. So, Dankeschön. Applaus